Ah, hier sind wir mit Judy und Aiden. Lass das, Aiden. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Wegen mir? Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Okay, wir sind jetzt in einem Warteraum und unsere Mama sagt, wir sollen jetzt zu diesem Typen. Jody, er wartet auf dich. Ja, ich bin doch gerade losgelaufen. Ich bin halt immer sehr neugierig. Und da liegt eine Jacke. Okay, gut, gehen wir rein. Hallo, Jody. Hallo. Ja, bin da drin. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Ja, natürlich, ja. Also. Natürlich. Sicher sieht. Na, nimm's doch. Ziemlich trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Liest du gern? Trockene Bücher? Ja, sollen die feucht sein, oder wie? Es kommt drauf an, was ich lese. Viel lesen tue ich nicht. Ich lese nur das, was in Chats steht. So, was haben wir hier oben? Hat er ja seine ganzen Doktortitel. Universität auf Dings. Universität auf Dings. Kann ich nicht so schnell, das ging zu schnell. So, ich guck mich hier erstmal um, bevor ich mit dir rede, ja? Damit du hier nichts versteckt hast. Keine Drogen, keine Waffen. Ja, mal gucken, ob er hier noch irgendwas machen kann. Nö. Momentan nicht. Was macht sie hier? Sie wartet. Sie ist guter Dinge. Okay, sie ist auch ein bisschen nervös. Und ja, jetzt. Okay. Gut. Gefällt sie dir? Du kannst sie behalten, wenn du willst. Ja, nimm sie mit. Los. Du kannst dich setzen, wenn du willst. Ja, und was ist, wenn ich stehen bleiben möchte, wenn ich will? Ah, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Jody, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Judy? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Weiß ich nicht. Kannst du ihn für mich malen? Ja. Ich sag ja. Jo, dann malen wir mal. Also, sie hat ja noch
Zwei Kratzer am Arm. Oh, da, guck mal, die ganzen Arme, blaue Flecken. Uiuiui. Stört's dich, wenn ich's ansehe? Nein. Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Ja, der ist immer da. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Ja. Okay. Was machen wir denn jetzt, Schönes? Ach, wir machen mal den Laptop. Ach, den Laptop. Nee, wir machen das da hinten mal. Der ist kaputt. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Nicht immer. Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Es macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Es waren die Monster. Und das war die erste Besprechung mit den Herren, Namen habe ich vergessen. Herrn Psychiater, Herr Therapeut, wie auch immer. Einen gezeichnet, haben 76%. Und eins Kräfte gezeigt, haben 81%. Gut, wir hätten auch gar nichts machen müssen. Hätten wir ein bisschen warten, dann wäre langweilig. Ja, weiß nicht. Na, weiß nicht. Hätte ich weiß nicht alle gedrückt, dann hätte ich ja trotzdem irgendwas. Na, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ich wollte es machen. Ich wollte es zeigen. Aber irgendwie ist sie auch nicht zufrieden mit allen. Ich weiß nicht. Also, sie ist mit ihm verbunden, aber sie ist auch nicht besonders glücklich darüber. Aber wie ich schon sagte, ihre Verletzung und war halt nicht ein. Das hat sie ja gesagt, das waren die Monster. Das arme, süße Mädchen. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz. Sei stark. Du bist so stark. Jodie, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jodie. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jodie.
Okay. Wo ziehe ich mich um? Das Zimmer kennen wir ja, das ist jetzt sozusagen ihre neue Bleibe. Wir haben uns jetzt von unseren Eltern getrennt und müssen hier erstmal hausen unter Bewachung. Ach, das arme Kind. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas mit einem machen kann. Das sieht jetzt noch nicht so aus. Außer jetzt hier. Hier kommen deine Sachen. Ach nee, Quatsch, ist ja eine Tür. Ja, hier ist das Bad. Aiden guckt schon mal vor, ob hier auch alles gemäß ist. Ach hier. Da müssen die Sachen hin anscheinend. Nee, hä? War doch. Aber ins Bett, Jody. Na, nee, wir machen die Klamotten hier rein. Müssen wir hier im Schrank, oder nicht? Ach, ich muss jetzt Bad anscheinend. Klar, unter Bewachung möchte ich mich nicht hier umziehen. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Nee. Wäre ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen komisch. Will irgendwie mal, naja, jetzt hier so sofort zu schlafen, ist noch alles nackt und neu, kann ja noch keiner schlafen. Will mal hier schauen. Oh, hier sitzt er. Ach, ein Bonus, okay. Nee, warte mal, ich wollte hier noch was machen. Mal hier durch, hier ist noch, nee. Hier war da noch irgendwo was. Kann ich nichts machen. Naja, müssen wir jetzt halt wohl ins Bett hier, wenn es hier nichts weiter gibt. Oh, ist ja noch Tageslicht. Kommt hier gerade mal an und muss schon schlafen. Könnte ich ja nicht. Wäre so viel wühlt. Barney Knuffel, wo ist mein Häschen? Ach so, Entschuldigung. Oh, dein Knuffel, dein Häschen. Kannst ja nicht schlafen. Ja, dann stehen wir mal auf. Ach. Stimmt, die hat ja noch ihren Koffer da. Da müssen wir ja auch mal auspacken. So. Genau, der Hase nimmt den meisten Platz weg und dann hast du ansonsten nur noch zwei Kleider drin oder was. Und eine Taschenlampe. Aha. Ja, dann hier mal mitten am Tag schlafen. Hä? Warum legen die sich jetzt hier nicht hin? Hä? Dich doch mal dahin. Ach so. Ich
Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Ja, sie hat auch Schlafstörungen, ne? Ja, sie hat Angst. Schlaf schön. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Na klar. Machen wir doch sofort. Voll die Geschichte. Ein Elefant geht an der Decke wandern. Ende. Es war einmal ein Elefant. Der war so hässlich, dass alle Elefanten gestorben sind. Ende. Das war die gute Nachtgeschichte. So. Achso, ich muss hier noch irgendwo hin. Kann gar nicht raus. Okay, der Fernseher flimmert. Kann er nicht halt hier noch raus? Er schläft auch. Wow. Aha, aha. Sofort! Ist okay. Es wird wieder gut. Aiden hat jetzt keine Angst mehr vor den Monstern. Aiden hat sie ja sozusagen beschützt, ja. Sie hat zwar immer noch Blessuren. Abbekommen, aber Aiden hat sie ja sozusagen geschützt. Die erste Nacht, ja, die war nicht gut. Dawkins und Eltern nicht ausspioniert. Ach, hätte ich das tun können? Okay. Existenzen besiegt, 95% und 90% Kohl aufgeweckt. Ja. Oh, das arme süße Kind. Also es ist schon sehr, also sie, ey, was das Kind nicht alles ertragen muss, ja. Wie gesagt, sie ist
in einer fremden Gegend. Hat noch nicht mal, weiß ich nicht, die Gegend erkunden, da musste schon ins Bett und sie hat Angst in der Nacht, beziehungsweise in der Dunkelheit. Kennt noch nicht mal die Leute richtig und wird schon von diesem, das waren halt diesem Monster angegriffen und Aiden hat sie beschützt. Das heißt, Aiden ist nicht böse. Das wissen wir jetzt wirklich. Und die Monster schon. Aber was wollen sie von ihr? Was sind das für? Was wollen die? Was wollen die eigentlich?